Im Neuen Testament lesen wir immer und immer wieder, dass Jesus die Kranken geheilt hat. Und wir wissen, Gott verändert sich nicht. Und deshalb glauben wir, dass er auch heute noch genauso Menschen anrühren und heilen will. Und es ist vollkommen egal, ob das eher größere oder eher kleinere Krankheiten sind, ob das körperliche oder psychische Probleme sind, ob das Gebrechen sind oder Behinderung oder was auch immer. Oft lesen wir in der Bibel, dass eine ganze Volksschar, eine große Menge zu ihm kam und er heilte sie alle. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Er möchte heilen und er möchte auch dich heilen. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam zu beten und diese Heilung im Glauben in Empfang zu nehmen. Lieber Herr, ich komme vor dich mit leeren Händen. Nicht durch irgendwelche Rituale oder irgendwelche Leistungen, die ich vollbracht habe, sondern einfach mit leeren Händen. Ich bitte dich, Herr, um deine Heilung. Ich bitte dich um dein Eingreifen in meinem Leben, dass du mir Heilung schenkst, dass du meine Not wegnimmst, dass du ein kreatives Wunder tust, dass du die Krankheit Macht wirklich fortnimmst. Ich komme zu dir als dein Kind und sage, im Namen Jesus möchte ich deine Heilung empfangen. Du bist für mich gestorben und durch deinen Tod, durch deine Striemen ist mir Heilung zuteil geworden. So heißt es in deinem Wort. Die Heilung steht mir zur Verfügung und ich möchte sie nehmen und möchte sie für mich in Anspruch nehmen. Und Herr, wo immer da Dinge sind, die das vielleicht noch verhindern, irgendwelche Dinge, die noch in Ordnung zu bringen sind, Sünde oder Unvergebenheit oder was es auch immer sein mag, ich bitte dich, dass du mir Offenbarung darüber zeigst und schenkst, dass du mir Klarheit darüber schenkst, damit diese Dinge bereinigt werden können und ich das empfangen kann, was du hast. Ich akzeptiere dein Blut über mir und sage, ich nehme die Heilung aus deiner Hand. Dir allein sei alle Ehre dafür. Im Namen Jesus. Amen.